Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Favoritenvideo für euch und am Ende des Videos wartet auch ein kleines Gewinnspiel auf euch, deswegen bleibt gerne bis zum Schluss dran. So, und jetzt fangen wir an. So, ich bin gerade in der Wohnung rumgegangen mit Zettel und Stift und habe so ein bisschen geguckt und überlegt, was war so Favorit in letzter Zeit für mich, was habe ich täglich benutzt und da ist mir sofort ins Auge gesprungen das Dreambook, was ich euch auch schon bei Instagram gezeigt habe. Das wurde mir zugeschickt und ich bin absolut begeistert davon, seit ich es habe, beziehungsweise seit ich davon erfahren habe, was das hier überhaupt ist. Erstmal, das Cover sieht so schön aus. Also ich zeige euch das ja auch täglich bei Instagram und es macht sich richtig schön. Morgens mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen oder sowas. Es sieht richtig schön aus erstmal. Was ist das Dreambook? Es ist so eine Art Notizbuch, Tagebuch, was ihr gerne so machen möchtet damit. Und ich zeige euch mal so ein paar Seiten hier. Also erstmal habt ihr ein paar Seiten hier so frei, wo ihr Notizen hinschreiben könnt oder wie gesagt als Tagebuch eure Gedanken und so weiter. Und dieses Buch hilft euch so ein bisschen, eure Träume und Ziele zu manifestieren, weil da drin Übungen sind, mit denen ihr ja euch positiv stimmen könnt. Ihr könnt mit eurem inneren Kind ein bisschen arbeiten. Also es sind ein paar Übungen drin. Und auch ein paar positive Affirmationen. Und also es ist so ein schönes Buch. Ich zeige euch jetzt mal zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel ein schönes Zitat, eine positive Affirmation. Oder hier sind auch Übungen. Hier ist zum Beispiel eine sehr schöne Übung mit dem inneren Kind. Was hättest du gerne als Kind gehört? Schreibe deinem inneren Kind einen Brief und lass es wissen, wie wunderbar, kostbar und einzigartig es ist. Sag deinem Kind all das, was du gebraucht hättest, aber nicht bekommen hast. Sehr, sehr schöne Übungen. Oder das hier ist auch ein sehr schönes Zitat. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und eine Dankbarkeitsliste gibt es hier auch, die man selber aufschreiben kann, hinterfragen kann auch. Also ich finde das so, so schön. Ich finde, das ist auch eine perfekte Weihnachtsidee jetzt, also eine Geschenkidee zu Weihnachten für jeden, weil es auch etwas ist, was wirklich, womit man was anfangen kann und wo, also wisst ihr, ich finde es immer richtig wichtig, wenn man an sich arbeiten kann und dass man das auch nicht vernachlässigt. Also diesen Thema Persönlichkeitsentwicklung, sehr, sehr wichtig. Deswegen für mich das perfekte Weihnachtsgeschenk. Und ich habe auch einen Rabattcode, mit dem ihr 15% auf dieses Buch bekommt. Werde ich euch alles hier einblenden und auch in der Infobox die Seite verlinken. Schaut dort gerne vorbei. Die haben auch schöne Lesezeichen. Und wie gesagt, mit meinem Code bekommt ihr 15%. Aber das ist echt eine super schöne Idee. Dann habe ich noch zwei Bücher, aber dann geht es hier auch in den Make-up-lastigen Teil, die ich jetzt gelesen habe in letzter Zeit und die ich richtig, richtig gut finde zum Bereich Thema Geld, Finanzen und so weiter. Also dieser ganze Bereich hier. Das sind diese zwei Bücher. Ihr seht, ich habe da richtig viele Post-its reingetan. Diese Bücher habe ich mir ausgeliehen aus der Bücherei. Einmal ist das von Mike Hager. Geld allein ist auch eine Lösung. Erstaunlich einfache Wahrheiten über Wohlstand und Reichtum. Wie du wirklich finanziell frei wirst. Das Buch habe ich so schnell durchgelesen. Das ist einfach so genial. Er schreibt so verständlich und als ob er mit einem quatschen würde. Irgendwie so kommt das Buch hier rüber. Sehr, sehr verständlich, sehr einfache Tipps und Tricks, wie man wirklich im Alltag auch Geld sparen kann, die mir auch selber irgendwie, weiß ich nicht eingefallen sind, obwohl die so einfach sind und ja, wo man sich so denkt, daran hätte ich auch früher denken können irgendwie. Also große Empfehlung, auch zum Beispiel auch als Geschenk hier zu Weihnachten finde ich auch ganz cool. Ich liebe es, Bücher zu bekommen, also ich wünsche mir immer zu Weihnachten Bücher. Und das andere Buch ist Die sechs Elemente des Erfolgs von Carsten Maschmeyer. Ich glaube, den Herrn kennen auch viele. Finde ich auch gut, aber das hier fand ich besser. Also wenn ich eins wählen müsste, würde ich auf jeden Fall das hier nehmen. Das fand ich noch viel interessanter als das hier, aber das ist auch nicht schlecht. Das ist noch so ein bisschen mehr, das geht mehr in Aktien rein und Investmentfonds und so, diesen ganzen Gedönse hier, das hier nicht so sehr. Dann ein Favorit, den glaube ich jetzt auch viele gebrauchen können, und zwar wie ihr
schöne weiche Hände bekommt jetzt im Winter. Und da finde ich diese Handcreme einfach am allerbesten. Das ist die hier von Neutrogena. Die ist wirklich am besten. Ich habe schon einige Handcremes durch und die ist die beste von allen Handcremes. Also ich meine, die sind ja hier aus Norwegen und in Norwegen herrscht ja auch ein raues Klima und deswegen kennen die sich da auch ganz gut aus hiermit. Und ja, 4-in-1 Pflege für schöne Hände und doppelt so kräftige Nägel. Ich benutze die immer abends und am nächsten Tag sind meine Hände wirklich schön weich und auch hier diese Nagelhaut drumherum ist auch schön gepflegt und deswegen ist das für mich die beste Handcreme. Im Winter ein absolutes Muss. Im Sommer muss ich sie nicht unbedingt haben, aber im Winter ist die echt ein Muss. Also die kann ich euch echt empfehlen. Dann kommen wir zu einem Produkt, was mich echt überrascht hat, dass das so gut ist. Aber es hat sich echt für einen Favoriten entwickelt. Und zwar ist die Rede von Got2Be, diesem Augenbrauengel. Das ist dieses Glue for Brows. Ja, Augenbrauengel. Ich habe schon sehr viele Sachen mit meinen Augenbrauen hier versucht, dass diese Härchen so nach oben sind. Aber bis jetzt hat nichts gebracht oder nur so für kurze Zeit. Und dann habe ich mir einfach mal das hier geholt aus der Drogerie. Ist auch nicht so teuer, um es einfach mal zu probieren. Und das hält wirklich bombastisch. Also wenn ich mir das morgens auf die Augenbrauen drauf mache, hält das wirklich bis abends. Das habe ich echt noch nicht erlebt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Also es sieht eigentlich ganz unspektakulär aus wie so ein ganz normales Augenbrauengel. Aber es hält wirklich sehr gut. Macht das immer. Also heute habe ich es nicht drauf, aber ansonsten habe ich das auch schon sehr häufig bei Instagram euch gezeigt. Und das finde ich echt gut. Also sonst habe ich keine anderen Produkte von Got2Be probiert, aber das ist sehr gut. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, was Beauty angeht. Und zwar sind es die Lippen. Ich habe 3 Lippenfavoriten. Der erste Favorit ist auch so eine kleine Überraschung, weil ich gedacht habe, okay, ist es ganz okay, aber ich habe nicht gedacht, dass es so ein Favorit von mir wird. Und zwar ist es eine Lippenmaske von Garnier. Die habe ich mir mal bei Rossmann gekauft. Und ich habe sie jetzt letztens probiert und euch auch bei Instagram gezeigt, wie es aussah und auch wie es danach aussah. Und ich habe schon mal so eine Lippenmaske probiert von Rituals. Fand ich nicht so cool. Aber die hier ist mega, Leute. Die müsst ihr wirklich probieren, wenn ihr bei DM seid oder bei Rossmann. Ich weiß nicht, wo es die jetzt wieder gibt. Die ist richtig geil. Also natürlich ist die, wie alle Masken, viel zu groß. Und auch die hier ist viel zu groß. Aber wenn ihr sie abzieht, so nach 15, 20 Minuten, wie lange ihr auch sie drauf haben wollt, eure Lippen sind richtig schön weich. Ich hatte vorher raue Lippen. Und als ich sie abgemacht habe, hatte ich richtig schöne, weiche Lippen. Und die waren auch irgendwie so schön rosig, wisst ihr? Als hätte diese Maske sie noch ein bisschen irgendwie gefärbt oder so. Also die kann wirklich was. Also ich habe jetzt noch eine über und die hebe ich mir auf, weil ich weiß nicht, ob es die jetzt noch bei irgendwo gibt. Ich habe gesehen, es gibt sie bei Douglas, aber da steht demnächst wieder verfügbar. Ich habe sie jetzt auf meine Merkliste da gepackt und warte, dass sie wieder reinkommt, weil ich mir einen kleinen Vorrat von denen kaufen möchte, weil die echt gut sind. Hier steht auch, dass es vegan ist und dass es neu ist. Und ja, Packaging sieht auch ganz schön aus, finde ich. Dann das zweite Lippenprodukt, was sich als Favorit etabliert hat, ist ein Lippenöl von Garnier. Also Garnier sage ich schon, ein Lippenöl von Dior. Aktuell liebe ich Lippenöle. Ich habe eins von Catrice jetzt leer gemacht und jetzt benutze ich das hier. Finde das hier aber viel besser als das von Catrice. Also das von Catrice ist auch gut, dieses Lippenöl, was es jetzt aktuell bei der Drogerie gibt. Aber das hier ist ein absoluter Favorit geworden. Es färbt die Lippen ganz leicht rosa ein. Und was ich so cool finde daran ist der Applikator. So, ich kann es mal jetzt drauf machen. Der Applikator ist einfach perfekt, weil er sehr schön dick ist. Wisst ihr, seht ihr das? Also er packt wirklich die Lippe komplett. Sehr schön. Also der Applikator gefällt mir. Er riecht sehr angenehm und es hält auch. Also bei anderen Lippenölen war das immer so, wenn ich gegessen habe oder getrunken habe, dann geht das Öl allmählich wirklich komplett ab. Bei dem hier nicht. Da habe ich nach langer Zeit immer noch so einen Film da drauf.
der schön aussieht und deswegen ist das ein Favorit von mir geworden. Es ist so ein kleines Luxus-Gadget, aber es lohnt sich, würde ich schon sagen. Dann mein letzter Favorit, auch ein Lippenprodukt, wie schon angekündigt, von Too Faced. Und zwar ist das der Hangover Pillow Balm. Der ist so, so gut, Leute. Also wenn ihr sehr trockene Lippen habt, vor allem jetzt im Winter habe ich super trockene Lippen, der hilft wirklich. Ich mache ihn immer abends drauf, morgens habe ich super weiche Lippen. Und ihr seht, ich habe den auch schon ganz gut aufgebraucht. Also ist es noch was drin, ja. Aber wenn ich hier so reingucke, ich kann schon sehen, dass er wirklich dem Ende zugeht. Er ist komplett durchsichtig, also er hat keine Farbe oder sowas, aber der ist einfach nur mega, mega gut. Den empfehle ich euch wirklich. Ihr kommt auch lange damit aus. Ich trage ihn immer sehr großzügig auf, so ein bisschen dicker. Und weiß nicht, der spendet einfach super viel Feuchtigkeit auf meine Lippen. Und er riecht nach Kokosnuss und der ist einfach richtig gut. Also der lohnt sich wirklich. Und wie gesagt, ich benutze ihn jeden Abend. Ist ein Favorit von mir geworden. Wir sind am Ende angelangt. Das waren meine Favoriten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt zeige ich euch noch, was ihr gewinnen könnt. Und zwar habe ich hier ein kleines Täschchen von Kiehl's. Hier sind ein paar Sachen drin, die ich verlose. Also ich verlose das ganze Täschchen mit diesem Inhalt hier drin. Ich zeige euch mal ein paar Sachen. Also hier ist zum Beispiel eine CC-Cream drin hier. Dann habe ich hier ein Parfüm, etwas von NARS und noch weitere Sachen. Ich will euch nicht alles zeigen. Hier ist noch einmal von Physical Formula diese Butterpalette. Und eine Mascara. Ich habe auch noch eine Mascara bestellt für euch von Catrice. Die kommt da auch noch rein. Genau, das verlose ich an jemanden von euch. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar hinterlassen, ein nettes Kommentar. Und den Hashtag Gewinnspiel reinsetzen, damit ich weiß, dass ihr verlosen wollt. Gewinnen wollt ihr natürlich. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!